So. Da wären wir auch schon. Guten Tag an die Damen und Herren auf Twitch und auf YouTube. Wir fangen gleich an. Ich muss mir hier nur wieder den Chat herholen. Wieder über die tolle Applikation, die wieder eine Internetseite sein muss. Ich meine, im Endeffekt gab es das ja vorher über Twitch auch schon immer, seinen Chat sich rausploppen hat lassen, aber dann war das Fenster entsprechend klein und nicht einfach ein neuer Tab. So. Aber dich da raus, machen dich zu einem kleinen Fenster, reduzieren deine Größe, schieben dich dahin, sodass du uns nicht störst. So. Ja. YouTube-Übertragung läuft schon, Restream, auch wenn du das mir nicht anzeigen möchtest, aber das läuft tatsächlich. Ich weiß, es ist schwer vorstellbar, aber hey. Ach ja. Ja, und nochmal eine kleine Information, wozu das Ganze hier dient. Für die Leute, die Ankündigungen, die eine Benachrichtigung nicht gesehen haben. Das Ganze hier dient dem Erlangen der letzten goldenen Megaman-Köpfe bei den Herausforderungen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier dauern wird. Es wird sehr frustrierend, es wird sehr viel Gemurre geben. Aber hoffentlich einen Abschluss, mit dem ich leben kann. Naja. Siehst du die Übertragung? Bisher noch nicht. Aber ich habe auch noch nicht geguckt. Ich war noch kurz abgelenkt. So, ich denke, wir gehen die einfach mal von oben nach unten durch. Ich meine, die Intensität ist unterschiedlich. Oh Gott, das erste ist das Mega Man 1 bis 2 Mashup. Ich erinnere mich, das war richtig zum Kotzen. Mit dem tollen Gutsman als Abschluss. Naja, ich fange dabei mal an. Nein, ihr lasst mich da durch. Der erste Durchlauf wird definitiv zu langsam sein, aber... Eieiei. Dankeschön. Hab vorher schon... Oh. Hab vorhin schon mit dem Gedanken gespielt, ob ich die Übertragung nicht auch auf Bayerisch machen soll, aber ich glaube, das ginge nicht gut. Okay, ja. Ach, das war dumm. Hier wollte ich anders durch. Hup. Erstmal wieder daran erinnern, wo die ganzen Waffen waren. So, plöpp.
Ich meine aber, dass du an der Herausforderung hier auch ein Weilchen gehangen hast. Ja, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwerer gewesen sein, ja. Was war das denn jetzt? Ja, so wird das nichts. Hä? Okay, komm. Was war das denn bitte? Was hat er denn gerade veranstalten? Ist ja furchtbar. Natürlich. Dein Fenster ist offen, ha? Huh? Ja, ich mach das so. Jetzt sage ich nicht mehr, jetzt sage ich keine Folgen mehr produziere, kann ich hier gleich viel gelassener herangehen. Danke, ihr Vögelchen, dass ihr mich da runtergehauen habt. Das war sehr, sehr freundlich von euch. Hier wollte ich ja eh aussteigen. Nein. Das war dumm. Meine Güte, verliere ich hier blöde Zeit zum Teil. Du hast es nach. Was hab ich wirklich? Ja, was? Nee, okay. Ich weiß nicht, ich wusste jetzt nicht, was du meintest, aber dass du falsch gemacht hast. Ach. Das ist unfassbar. Wieso scheitere ich an der Stelle? Die Blöcke? Ja. Aus irgendeinem Grund schaffe ich den Magnet Beam bei den Blöcken nicht. Das ist eigentlich nur ein einziges Mal ein Magnet Beam schießen und drüber laufen. Aber warum irgendwie. Schießt es nicht gerade von deiner Position und dann nochmal. Ich schieße ihn einfach von dem ersten Block, der da ist, und dann kann ich direkt rüber. Ja, ja, klar, der erste Block, der verschwindet ja in kurzer Zeit, deswegen sage ich, warum schießt du nicht gerade von deiner Position und dann schießt du nochmal ein Stück höher. Du brauchst ja nicht mal, wenn du hast genug Weg zum nach rechts laufen, da kannst du theoretisch, brauchst du nicht mal den Magnet Beam benutzen, um zu springen oder sowas, du kannst ihn einfach theoretisch so nutzen, dass du sagst, hey, ich laufe einfach und die Höhe meiner Waffe tut das automatisch ein bisschen höher machen jedes Mal. Problem ist, dass ich nicht wirklich einen Sinn dafür habe, den Magnet Beam auf der richtigen Höhe loszulassen. Du hast mich nicht verstanden, oder? Wahrscheinlich nicht. Du sollst ihn gar nicht in einer anderen Höhe als von deiner Standhöhe schießen. Ja, dann brauche ich später nochmal an. Ja, und? Ja, den dann in der richtigen Höhe loszulassen, wird schwierig. Dann lässt du den wieder in der Standhöhe los. Du hast doch genug Licht nach rechts. Dann halt mich doch die anderen Blöcke auf, oder nicht?
wenn du dich jetzt nicht so langsam bewegst, dann eigentlich nicht. Und übrigens, bei der Stelle mit der Leiter brauchst du auch nicht zwingend alles mit der Leiter runterklettern, das brennt auch von der Leiter oben. Ja. Ich meine, um Waffenenergie brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die wird eh nach jeder Runde aufgefüllt. Ja, sag's doch. Wenn ich auf die Art und Weise versuche, verbocke ich's noch viel eher. Mal gucken. Ja. Warum hast du denn auch erstmal fünfmal noch geschossen, bevor du gesprungen bist? Ja, beziehungsweise, wieso bist du fünfmal gesprungen, bevor du geschossen hast, meine ich. Du hast gesagt, von meiner Standhöhe. Ja, und dann nochmal von deiner Standhöhe. Und da stattdessen bist du dann tausendmal gegen den Block gesprungen und dann war deine Plattform weg. Ja, da habe ich mich jetzt selbst überrascht. Diese Herausforderung dauert so elendig lang. Danke, Bombman, dass du mal wieder stehen geblieben bist. Das kenne ich mittlerweile so gut wie auswendig. Hallo Metalman. Tschüss Metalman. Diesmal habe ich es gewusst. Das hat sich schon eingebrannt. Dass nach Metalman die verdammten Laser kommen. Das ist doch gut, wenn du das gemerkt hast. Nicht mehr mittlerweile ein Mensch ist, bei dem sämtliches Wissen im Kopf brennt wie die Hölle. Bei dem Erinnern wehtut. Selbst wenn ich irgendwelche schlauen Dinge aus der Uni zum Besten geben kann, dann tut's weh, ich fühle mich kein bisschen gut dabei. Okay. Das ist seltsam. Hey, Gutsman. Oder auch Durchlaufversauer. Natürlich machst du wieder das, was du immer machst. Von der Bombe wegspringen. Elendiger Klotzkopf. Bleib stehen. Reicht natürlich nicht. Hier brummt jetzt schon wieder der Schädel. Genau deswegen wollte ich das in Übertragungen machen. Weil ich genau weiß, was das mit mir anstellt. Und deswegen hatte ich auch so überhaupt keinen Bock mehr auf Mega Man Legacy Collection. Ich habe dieses Projekt wirklich gehasst. Zumindest nach bei den Herausforderungen. Yep. Seit den Herausforderungen musste ich mich wirklich überwinden, es überhaupt wieder aufzunehmen. Weil ich mich einfach nicht mehr aufregen wollte. Nicht so sehr.
Ich hoffe, inständig die zweite wird nicht so schlimm. Aber andererseits wollte ich ja auch nicht klein beigeben, was das hier betrifft. Was auch nicht unbedingt mein bester Charakterzug ist. Welche Challenge ist das? Wir geben ein 1 bis 2 Mashup. Du machst die jetzt nicht parallel mit. Nein, nein, kann ich doch eh nicht. Mega Man Maker funktioniert doch gar nicht. Mega Legacy Collection funktioniert gar nicht. Ich hab dir doch schon mal gesagt, wie man das reparieren kann. Ich hab schon mal vergessen, wie das geht. Tja, solche Dinge sollte man halt dann direkt umsetzen, wenn man sie mitbekommt. Ich meine, da habe ich hier schon so einen speziellen Trick herausgefunden, um da schneller durchzukommen. Das reicht halt immer noch nicht. Ich will ja kurz bloß gucken, in welcher Zeit ich das geschafft habe. Um, naja, zu wissen, was du erreichen können musst ungefähr. Ich glaube, an der Herausforderung ging ich irgendwie 3 Folgen oder was, bis ich sie bleiben ließ. Natürlich reicht die Sprunghöhe nicht aus. Die Blockherausforderung gemacht habe, hat es genauso gepasst, wie ich es dir vorhin beschrieben habe. Aber genau das, was ich dir gesagt habe, mein Erfolgrezept. So, die Passage machen wir jetzt auch ein bisschen schneller und warten nicht so lange. Ach, bei dem den kriege ich immer wieder die Krise. So, Lebenspunkte mitnehmen. Sicher ist sicher. Die paar Millisekunden haben wir hoffentlich. Und versaut. Die in ihre verdammten Strafsekunden jedes Mal wieder. Von wegen ready. Strafsekunde, die mir jedes Mal wieder zusätzlich zum Draufgehen an sich. So, gut, bei dem komme ich jetzt auch theoretisch flüssiger durch, wenn ich einen kleinen Sprung mache. So. Das ist so. Das war aber auch im beim Beitrag zum Random Race dann so eine Verständlichkeit, durch diese letzte Passage bei Bubbleman durchzugehen. Ja, weil ich sie halt hier schon so zigmal durchlaufen bin. Ja, stimmt schon. Irgendwo muss man die drauf haben. Aber da war es letztendlich genauso, da hatte ich auch dieses leichte Brennen im Hinterkopf währenddessen. Ach,
Vielleicht solltest du dich mal untersuchen lassen. Hab ich schon mal. Okay. Gab auch schon eine Behandlung. Also es ist tatsächlich ein körperliches Leiden, ja? Ja, hat aber bei mir mehr mit dem Genick zu tun als mit dem Kopf. Hm. Sind irgendwelche komischen Kanäle. Muss ich bei Guardsmen vielleicht irgendwas beachten? Ich weiß es nicht. Nein! Nein! Was war das denn jetzt bitte? Wow. Oh, Sekunde mal. Da war das hier. Ja, okay. Die besten Liste bei dieser Herausforderung. Ach du Schande. Oh, stimmt, man kann eine besten Liste aufrufen. Der Beste schaffte das in einer Minute 21, bitte? Er ist jetzt nicht der Beste, aber die, die ernst zu nehmen sind. Welche Herausforderung gibt's? Mashup? Ja, wir geben ein 1 bis 2 Mashup. In einer Minute noch was. Was zum Geier hat der gemacht? Gescheatet. Man kann mir noch so viel erzählen, aber eine Minute noch was? Nein, das ist unmöglich. Allein dafür läuft die Game schon viel zu langsam. Was sagst du zu den 3 Minuten 30? Klingt für mich auch schon sehr unrealistisch. Aber, die 4 Minuten... aber vielleicht, wenn es ein absoluter Speedrunner ist, vielleicht konnte er sich ja irgendwo durchsibbeln. Hm. Vielleicht hat man damit auch irgendwie die Legacy Collection kaputt gekriegt. Weil letztendlich sind das ja nur Save States, die geladen werden. Moment mal, seit wann gibt's eine... Ne, Moment mal, Wiederholung ist einfach nur die Aufnahme, oder? Ja, glaube schon. Weil ich mir gerade dachte, sie haben jetzt endlich einen Knopf eingebaut, mit dem man Herausforderungen direkt wiederholen kann, aber nein, sowas machen die doch nicht. Das wäre ja praktisch. Wenn sie mir gemeinhin eins nur irgendeine Möglichkeit gäbe, sich schneller fortzubewegen. Aber das geht nur aufwärts. Das geht nur was? Das geht so gesehen nur aufwärts. Im Sinne von Magnet Beam benutzen und... So, diesmal habe ich diesen Gegner auch wieder mit Ice Slasher erwischt. Lass mich doch ins Menü! Meine Fresse, was ist denn da los teilweise? Kriegst du was blanke Kotzen? Bei so vielen Situationen, denen Mega Man einfach nicht reagiert. Also, was solche Dinge anbelangt, muss ich einem gewissen Herrn, dem wir zugeschaut haben, schon beipflichten. Da haben sie halt wirklich was verbockt. Was sowas anbelangt, ist die Legacy Collection einfach furchtbar. Ja. Und die Reaktionsträger plus Mega Man 3 bzw. 6.
Dadurch werden diese Spiele halt schon ein bisschen zum blanken Horror. Das Problem ist, die Herausforderung ist auch einfach zu lang für mich, um mich längerfristig dran zu erinnern, was alles dran kam. Das war dumm. Nee, kann ich schon wieder vergessen. Wenn ich es bei dieser dummen Blockpassage nicht schaffe, in einem Zug rüberzukommen, dann ist die ganze Herausforderung wieder im Eimer. Ich krieg diese andere Taktik, von der du gesprochen hast, einfach nicht hin. Da wäre es auch schön, wenn ich diese dumme Kanone einfach immer zerlegt bekommen würde, aber ich tue es einfach nicht. Wieso muss denn der Schuss von Alecman unbedingt so funktionieren, dass er tatsächlich eine parabelförmige Flugbahn hat? Auch von der Trefferkiste her. Weiß mittlerweile an, bei welcher Farbe ich bei Super Smash Bros. Für Mega Man hernehmen werde. Wow. Lasst mich ins Menü, meine Fresse! Ah! Toll, jetzt habe ich wieder den dummen Vogel unter mir. Das ist gerade aber auch so der einzige positive Punkt daran, dass ich hier die mittlere Taste des PlayStation 4 Controllers nutze. Auf die kann man wenigstens flächendeckend draufhauen. Was ist denn jetzt passiert? Wo war denn jetzt noch das kurze Warten? Da, wenn ich direkt reagiere, komme ich darüber. Dann funktioniert meine Taktik schon bei den Iceman-Blöcken. Was sagtest du, 1 Minute 20 sollte der beste sein? Mhm. Ich gucke mir gerade so einen nahezu perfekten Run an. Und der ist jetzt gerade mal im dritten Raum und hat schon 40 Sekunden. Ja, das ist. Merkst schon, das andere ist extrem glaubhaft. Mhm. Ich sehe dein Problem nicht. Oh ja, dieser dumme Raum an der Stelle hat mich auch so oft aufgeregt. Der Raum im vierten Wily-Level aus Mega Man 2. Weil ich immer wieder durch die Plattform durchgefallen bin. Lasst mich alle in Frieden! Ah! Wieso habe ich jetzt ein unendlich lange dauerndes. Okay. Habe ich doch nicht. Nein! Das ist nicht euer Ernst! Komm schon! So ein dummer Mist! Jetzt hat mich die Waffenenergie getötet. Weil die meinen kompletten Schwung aus dem Sprung genommen hat. Oh, man kann die Hunde wahrscheinlich wie scheinbar mit Woodman one-hitten. Mit Woodmans Waffe? Mhm. Danke. Werde ich mal ausprobieren. Diese spontane Eingebung. Mhm. Hab ich nichts dagegen, wenn ich den irgendwie runterballern muss. Ist aber auch... Ja, das ist halt wieder sowas typisch, so eine typische Mega Man Eigenart. Ja, wenn du den Gegner mit der Waffe des Bosses tötest, den du in dem Level besiegen musst, ja, dann fällt er auf einen Schlag um. G
geht ja nicht mit zwei so gut. Ich glaube, das ist einfach so der Punkt gewesen, weil die halt auch mit Nettleman. Ich glaube einfach, dass die Entwickler sehr faul waren und sie so dachten, hey, ich hab voll keine Lust, dem jetzt noch eine Schwächentabelle für Woodman zu geben. Man kommt mit Woodman ja eh nicht dahin. Weil du kannst die Stages ja nicht neu betreten und so. So, hahaha. Wow, wow, wow. Es läuft alles wahnsinnig furchtbar gerade. So, nach links schauen. Ist das nicht schön, wie lange Item 2 braucht, um endlich Gas zu geben? Hm. Vielleicht solltest du es nicht nutzen. Ich bin damit letztendlich schneller. Dann doch gut. Na gut, es ist kein Nase-Perfekter, wenn ich mich angucke, aber ich sag's mal so. Selbst mit Pausenglitch unter 5 Minuten ist nicht. 5,21 hat er. Wurde mir gegen den Hund einzusetzen, dürfte er auf jeden Fall wieder ein paar Sekunden gespart haben. Ich meine, letztendlich ist es mir wurscht, was ich einsetzen muss, um diese Herausforderung zu schaffen. Ich will einfach nur noch das Gold haben. Oh nee. Gott. Also er ist sogar einmal in dem Run gestorben, muss ich mir anmerken. Wieso wird man hier auch teilweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Welten geworfen? Ich verstehe das nicht. Wie meinst du das mit unterschiedlichen Zeitpunkten? Das mit den Blöcken bei Iceman. Das ist nicht immer der exakte Zeitpunkt, zu dem ich da rausgeworfen werde. Eigentlich schon. Wie kann es denn dann sein, dass zwischendurch der Zeitpunkt, zu dem ich auf den Block springen könnte, so unterschiedlich ist? Gerade eben war es so, als hätte ich den überhaupt nicht richtig erwischen können. Hm. Oder nur extrem knapp. Natürlich ist der jetzt wieder durchgekommen. Bitte lass mir dieser Spitzhackenwerfer jetzt nichts fallen, was mir wieder meinen kompletten Schwung rausnimmt. Das war so ein schöner Trick, dass ich in den reinspringen kann. So viel Hass. Was haben sich die Ersteller der Legacy Collection bei dieser Herausforderung nur gedacht? Das gibt's doch nicht. Du meinst außer... Ja. Tatsächlich ja. Ich weiß, es klingt absurd, aber ja! Tja, also, keine Ahnung. Ich sehe da nur ein als Gedanken. Und ganz viel Steuerung C und Steuerung V, was ihre Einzelherausforderung betrifft. Mhm. Weißt du, das ist Mega Man 1 und 2, da sollte man meinen, ja, es sind nur zwei Spiele. Wird die Herausforderung schon so nicht so lang sein. Was haben wir hier? Eine der wahrscheinlich längsten Herausforderungen in der gesamten Sammlung. Hm. Ja, die dauern auch deswegen deutlich länger, weil du kein Zweit hast. Das ist halt das Nächste. Waren die Ersteller in den Herausforderungen dermaßen gut? Denke ich mir halt auch zwischendurch, wie kamen diese Zeiten eigentlich zustande? Das müssen doch die, da müssen doch die ganzen Ersteller miteinander um die Wette gespielt haben und schauen, wer es am schnellsten hinkriegt. Zur besten Zeit fügst du noch ein paar Sekunden hinzu und fertig. So, jetzt komm. Gutsman, sei kein Arschloch. Kannst du ja den Pausenklitsch nutzen, der Gutsman. Ah! Der hilft mir doch auch nicht dabei, ihn anständig zu treffen, oder? Denn den Triss kannst du ihn da über Ohren hitten. Jetzt wirf einen Stein! Und nein, du Dumme! Komm schon, bitte, Punktlandung!
Na! 45 war immer noch nicht schnell genug. Wie schnell warst du? Ich weiß es nicht. Jetzt müsste ich meine in meinem letzten Stundenvideo rausfinden, wo es war. Das gibt's doch nicht. Das war ja jetzt wirklich kein schlechter Durchlauf und das reicht halt immer noch nicht. Also ich weiß es, wenn du 19 Sekunden schneller als das geschafft hättest. Wie viel? 19 Sekunden. 19? Ja, ich weiß nicht, wie viel Toleranz da ist. Keine Ahnung. Wie soll ich denn 19 Sekunden da noch rausholen? Das ist halt das Nächste. Die Herausforderung ist so elendig lang, dass so viele Möglichkeiten da sind, um Fehler zu machen. So viele kleine Möglichkeiten, um irgendwie noch Fehler reinzuhauen. Klar. Ach, das gibt's doch nicht! Und naja, halt auch die Tatsache, dass die letzte Herausforderung Gutsman ist. Das ist auch so eine Frechheit. Es ist okay, dass er später dabei ist, wenn es darum geht, alle Bosse nochmal unter Zeitdruck zu erledigen. Aber in einer so langen Herausforderung zum Schluss dann noch schnell Gutsman hinstellen. Der eine Robot Master, der besonders anfällig für zufälligen Blödsinn ist. Tja. Schlimm ist halt echt immer noch. Ich kann es mir immer noch nicht merken. Was nach was kommt. Das Einzige, was ich mir jetzt effektiv gemerkt habe, ist, dass die Quickman Laser nach Metalman kommen. Und die Airman Passage nach Airman. Wow, ernsthaft? Nerv mich nicht, Antivir. Zurück zum Spiel. Speichervorgang. Weil es ja bisher schon so viel zu speichern gibt. Ich hätte meine Bestzeiten. Ja. Die sind auch sehr wichtig, während ich gerade spiele. Allein bei der ganzen Menünavigation kriege ich Kopfschmerzen. Was hat da vorhin meine Metal Blades abgelenkt? So, jetzt haben wir wieder meine Taktik bei den Iceman-Blöcken. Diesmal hat's funktioniert. So, plöpp. Ja, danke für die Lebenspunkte. Ich stehe aber auch immer so blöde da bei der Passage im vierten Wily-Level.
Was soll ich jetzt machen? Komm, ich soll da durch. Flöp, flöp, flöp. Natürlich habt ihr mich wieder getroffen. Ah! Nein! Das gibt's nicht! Jedes Mal wieder an der Stelle. Diese verdammten... Ja, Lebenspunkte im Endeffekt. Aus Mega Man 1. Dass die einem das komplette Momentum wegnehmen. Sowohl Lebenspunkte als auch Waffenenergie. Da! Schon wieder! Ich bin schon wieder davon in die Stacheln geschmissen worden. Ich könnte wahnsinnig flüssig da durchkommen, aber nein! Sobald dieser Gegner Lebenspunkte oder Waffenenergie fallen lässt, ist mein Momentum weg und ich fliege runter. Oh ja, danke für die großen Lebenspunkte, die mich Gott sei Dank trotzdem nicht länger aufhalten. Danke, ihr Flammen, dass ihr mich wenigstens diesmal in die richtige Richtung geboxt habt. Was ich aber ganz interessant finde, die Art und Weise, wie der Airman hier in der Herausforderung funktioniert, ist nicht zufallsbasiert. Okay. Schon wieder Zeit verloren, weil er immer dieselbe Pattern am Anfang, gell? Er macht alle drei Tornados, bevor er hüpft, sind dieselben. Echt? Wow, ja. Sehr lame. Was heißt da lame? Na, dann wird Airman einfach zurechtgestutzt, damit man das schafft. Also immer schaffen kann. Ich weiß nicht. Dafür ist Gutsman, hat Gutsman ein fanfestes Muster offensichtlich, oder? Nein. Der entscheidende grundsätzlich, grundsätzlich lame. Anstatt zu sagen, von wegen, ja. Ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn sie sagen, okay, wir tun jetzt alle Bosse so anpassen, dass sie möglichst schnell schaffbar sind. Aber nein. Dann wird einem der Yellow Devil hingeworfen und wir sagen einem, ja, du sollst den Glitch nutzen. Oder. Ein Gutsman am Ende, der random springt, aber bei Airman, da tun sie ein festes Pattern reinhauen. Warum auch nicht? Verstehst du, was ich meine? Was blockt denn da? Wieso blocken diese blöden Blubberblasen denn plötzlich Metal Blade ab? Und nee, bei diesen Blöcken braucht mir keiner erzählen, dass ich immer zum selben Zeitpunkt da rauskomme. Diesmal ist der Block fast gleichzeitig mit mir erschienen. Die und ihre Regeln, ja, das ist so pervers. Nicht ins Menü. Du musst nicht ins Menü. Du musst weiter. Ich weiß jetzt mal wieder nicht, wo die durchlässigen Blöcke sind. Danke, dass ihr mich diesmal nicht getroffen habt. Ja, was soll ich denn bei diesen Gegnern denn hier machen? Muss ich tatsächlich an der einen Stelle warten? Okay, ich hab kurz gewartet. Ich hab's ja gemacht! Das ist
natürlich fraglich, ob bei der Passage nicht theoretisch auch Item 2 vernünftig wäre, aber ich denke nein. Wieder und wieder bringt's mich aus dem Konzept. Lass dich erledigen, Telly. So, schadensfrei durch. Und wieder Gutsman. Komm schon, komm, 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 komm! Jetzt bin ich. Komm schon, 35, lass es gereicht und bitte, 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 bitte! Nein! Es reicht immer noch nichts! 35 reicht nicht? Nein! Also, 35, 43. Ah, ist 35 die Grenze? Das kann schon sein. Weißt du was, ich guck mal kurz nach, was die Grenze ist. Kann man das irgendwo nachgucken? Das muss irgendwo stehen. Ich meine, ich habe zwischendurch ein paar Sekunden verplempert, weil ich kurz ins Menü gegangen bin, obwohl ich nicht musste, aber... Oh, das ist doch so zum Kotzen. Wie kann man es denn so genau nehmen? Challenge Goal Times, danke. Oh, ja. Ja. Das ist doch nicht möglich. Ich bin um 45 Millisekunden vorbeigeschrammt. Ist das also wirklich 30? Es ist wirklich 35. Wo haben Sie das jetzt nachgeguckt? Es gibt von Steam eine Seite, wo alle Zeiten stehen. Entschuldigung, es sind nicht 45, es sind 43 Sekunden, die ich vorbeigestrammt bin. Bei einem guten Kampf gegen Gutsman. Ne? Jede Bombe hat getroffen! Ja, yeah, wie gesagt, kannst du ja den Kursen switchen, das funktioniert nicht mehr. Was macht denn der bei den Bomben? Dasselbe wie auch bei, was er auch bei allen anderen macht. Anderen Waffen. Er tut halt praktisch einfach bloß pausieren und dann tust du halt mit der Bombe mehrmals treffen. Solange die Explosion auf dem Bild ist, triffst du. Meinst du, dass das vielleicht gefordert ist? Gefordert ist es nicht, ich hab's für mich nicht gemacht, aber. Ist gefordert, nur bei dem einen Yellow Devil gefordert. Aber es würde dir helfen, vielleicht ein paar Sekunden rauszuholen. Das heißt, du hast den auch nicht benutzt? Nein, ich habe ihn auch nicht benutzt. Und wenn dich jetzt nicht den Ehrgeiz dazu triggert, zu sagen, ja, wenn ich ihn nicht benutzt habe, musst du ihn auch nicht benutzen, dann könntest du es machen. Tja. Jetzt ohne Glitch gehen kann, würde ich schon auch gerne ohne Glitch schaffen. Dann
muss ich das Ding hier halt jetzt bis zum geht nicht mehr üben. Ich hätte halt ganz gerne die Entwickler-Durchläufe gesehen, weißt? Dass die irgendwie veröffentlicht hätten, wie sie die Dinger durchgespielt haben. Am besten noch mit Mikrofon und Webcam. Ich würde nur zu gerne sehen, wie die an ihren eigenen Herausforderungen leiden. Bei alles, was recht ist, aber diese Entwickler sind definitiv keine Mega Man Profis. Oder Speedrunner. Hm. Das glaube ich nicht. Ich denke, sie beherrschen ihre eigenen Spiele. Ja, wobei, nee, die Leute, die hinter der Legacy Collection stehen, kein Fall. Ich könnte die Schwächen diverser Gegner vielleicht nochmal nachschauen. Zum Beispiel dieser Kerlchen hier bei Airman. Micha bei Airman? Die Windkerle. Achso, ich glaube, die haben auch Liebschild als Schwäche. Ja? Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, Liebschild one-hitted die. Was blockt da Metal Blade ab? Das ist mir unbegreiflich. Da, jetzt ist der Block ewig nach mir erschienen. Jetzt hatte ich auch massig Zeit, um zu reagieren. Das andere Mal tauche ich auf und exakt im selben Moment kommt schon der Block raus. So, Flip. Natürlich trifft mich der noch, aber ich will nicht jedes Mal wieder zögern. Ich jedes Mal wieder zögere, nur weil die dämlichen Footholder meinen, ihr Geschwader an Projektilen rausballern zu müssen. Airmans Attacke macht halt auch viel zu oft, was sie will. Jupp, der hat mich auch wieder in den Abgrund befördert. Vielen Dank! Metal Man ist jetzt auch noch schneller Geschichte. Gott, jetzt dachte ich schon, ich hätte einen Quickman Laser Fehler gemacht. Aber hey, der Versuch kann auch schon wieder der komplett zum Scheitern verurteilt sein, wenn Gutsman meint, mich verarschen zu müssen. Ist auch eine wahnsinnig schwierige
schwierige Angelegenheit. Mhm. Wenn ich das hier in der richtigen Höhe schieße, müsste ich doch hier eigentlich auch durchfliegen können. Komm schon, komm! Gutsman! Sei kein Arschloch! Du bist wieder ein Arschloch! Ist mir scheißegal, ob ich hier Schaden nehme! Stirb! Und? Geschafft. Brauche nur noch kurz. Kann gerade nicht aufhören zu zittern. Ah. Glückwunsch. Danke. War doch nicht der Rede wert. Du hast es sogar besser geschafft als ich. Ernsthaft? Meine Zeit war 5:26. Hab ich gerade gefunden. Also, Herausforderung 1. Machen wir weiter mit dem Yellow Devil MK2. Den hast du doch damals auch mit Shadowblade runtergeballert, oder? Könnte schon sein, ja. Oh ja, das war damals auch ganz schön, eine komplette Folge mit dem zu verbringen. Komplette Folge. Aber immerhin, eine Stunde ist rum, du hast die erste Challenge fertig. Ja, das wären nochmal zwei Folgen gewesen. Mhm. So. Aber es war ja auch eine lange Challenge. Welche stehen jetzt noch aus? Gerade noch der Yellow Devil MK2. Und dann? Dann noch irgendwas mit Mega Man. Irgendein Mega Man 3 Remix. Und Robot Master Mega Man 3 ohne Waffen. Das ist alles, ja. Ich meine? Und sehr überraschend wenig Challenges. Hätte schlimmer sein können. So. Ach komm, natürlich hat die Unverwundbarkeitszeit genau in dem Moment nachgelassen. Oh, na, ist zu langsam, oder? Nein! Okay. Ich kann gerade nochmal nachschauen. Aber es scheint so. Ach nee, wir haben noch den Mega Man 1 bis 6 Mashup. Mit einer Zeit von 7 Minuten 12, was nicht gereicht hat. Okay. Aber jetzt haben wir erstmal Mega Man 3 Remix 2. Weißt du, man könnte fast den Eindruck haben, Mega Man 3 wäre das Problem. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ich halt auch nicht, aber irgendwie. Manchmal hat man diese Eingebungen. Das muss schon wieder dieses ganz seltsame Gefühl sein, was du immer hast. Ja, ich hab halt Gefühle, Entschuldigung. Ja, dann muss man sich auch dafür entschuldigen. Ja, mach ich ja gerade auch. Oh ja, diese Mega Man 3 Herausforderung. Ich erinnere mich, wo ich an der einen Stelle mir dann irgendwann gedacht habe, friss einfach Schaden. Was soll's?
hätte ich einfach direkt durchfliegen können. Jetzt mal bei der Passage muss ich dann auch noch auswendig lernen, woher die, an welchen Stellen die Pinguine kommen. Möglicherweise. Okay. Nee, das akzeptieren wir nicht. Das war hier schon mal schneller. Auch hier einfach Schaden fressen. Schadensbeschleunigung. Ne? Ja. So. Ich muss aber jetzt erstmal auf. Bisschen länger. Na gut. Viel Erfolg. Danke dir. Bis gleich. Okay. Was war das denn jetzt? Oh, das wäre die Passage gewesen. Na egal, ich glaube an der Stelle bin ich trotzdem mit Rush Chat schneller. Da sind wir mit Rush Chat eigentlich schneller. Komm schon. Wow. Heute habe ich einen Lauf. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Das war dumm von mir. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was will ich zuerst machen, was will ich mir lieber antun, weil das hier ist eigentlich die weniger Zeit in Anspruch. Na, komm, machen wir die. Machen wir doch erstmal das hier. Und wie erstaunlich, wenn das Fenster nicht in Maximalgröße ist, läuft der Fall aber mal alles viel besser. Hm.
Tja, wie gehabt. Er muss auf den ersten Versuch klappen. Ansonsten können wir das ziemlich vergessen. Sowas brauchen wir gar nicht erst mitnehmen. Was auch immer das soll. Mache ich denn das am besten? Das hat doch gerade funktioniert. Da, geht doch. Gerade überlegen, ob... Oh Gott, ich war viel langsamer gegen ihn jetzt. Schwierig genug, der Krams. Schwierig genug. Und der 40 ist okay. Gut. Danach kommst du. Ach komm. Ach Gott, ich hasse diesen Gegner so sehr. Ah ja, fangen sie draußen wieder an. Passenderweise immer dann, wenn ich gerade aufnehme oder eine Übertragung mache. Ich habe hier halt auch bei ihm einfach nie, wie weit er springt, wenn er springt. Ich weiß nie, wie weit der Kerl durch den Raum will. Schon wieder viel zu lang ohne Treffer hier gerade. Oh Gott! Ja, aber ich sag mal, in dem Kampf merkt man halt wirklich arg diese Limitationen auf.
3 Basterschüsse. Ja, irgendwann musst du aber auch anfangen, Zeit zu kosten. Ich wüsste halt bei Shadowman, selbst wenn ich wüsste, dass er immer wirft, ich wüsste halt nicht unbedingt immer eine Möglichkeit, seinen Wurfstern richtig auszuweichen. Ich weiß nicht, irgendwie... wirkt deren Bewegung auch so seltsam diffus, ich weiß nicht. Was mich bei Snake Man auch wundert, dass der manchmal mit einem hohen Sprung runter von der mittleren Plattform. Das Spiel ist halt trotzdem so langsam, dass es meine Schüsse, selbst wenn ich langsamer schieße, immer noch... Der Kampf wäre theoretisch gut gelaufen gegen Shadowman, aber so... So... Töt mich doch einfach! Mein Gott, bin ich da blöd dagegen gekommen. Weil sich mein Kabel schon wieder irgendwo verhakt hat. Der kann quer durch den Raum hüpfen und ich bin
selbst wenn ich sehe, zu langsam dafür, um auszuweichen. Das ist unfassbar! Ah, dieser Boss. Die Herausforderungen sind schon nicht ohne Grund die letzten, die ich noch zu machen habe. Da! Woher soll ich wissen, wie weit der will? Da, wenn der so normal springt, dann müsste ich doch unter ihm durch können, aber es geht nicht. Wer dachte sich, es sei eine tolle Idee, dass Gegner in solchen Arenen kleine Sprunghöhen haben können? Die miese Idee zieht sich halt durch bis Mega Man 6. Mega Man 6 haben auch einen Kandidaten, der dasselbe kann, bei dem es genau dieselbe Art und Weise nervtötend ist. Tomahawk Man. Tomahawk Man ist genau deswegen auch wieder nervig, weil der niedrige Sprunghöhen hat. Ach. Ja. Ja, und bei ihm müssen wir halt Glück haben. Da teilweise aber auch nach wie vor mein Tastendruck nicht angenommen wird. Was allerdings ein Mega Man 3 Problem ist und nicht zwingend nur was mit der Legacy Collection zu tun hat. Mega Man 3 hatte dieses Problem durchaus auch selbst schon. Vor allem, was ich mir halt denke, wenn dann selbst Needleman hinter uns liegt, haben wir halt gerade mal die Hälfte. Schmarrn. Wir haben gerade mal 3. Wir haben nicht mal die Hälfte. Dann haben wir nicht mal die Hälfte der Robot Master von Mega Man 3 hinter uns. Ach Gott, war das erbärmlich. Shuriken auszuweichen ist so anstrengend. Ich gehe mal schwer aus, dass die einzige Sache, die bei Shadowmans Kampf regelmäßig ist, nämlich dass er ganz am Anfang immer. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das auch so eine Sache ist, die ja, die hier extra eingebaut wurde, um einem zu helfen. Ja, und bei ihm, du kannst dich halt nicht mal schnell erledigen. Weil er komischerweise den Körperkontakt dann trotzdem wieder meidet.
Da! Wieso schaffe ich es auch nicht, dem auszuweichen? Das gibt's doch nicht! So schwierig ist das doch nicht! Sollte man meinen. Da! Er braucht mir bloß hinterher zu hüpfen und ich kann nichts tun! Ja. Jetzt schaffe ich es bei ihm auch nicht mehr auszuweichen. Ja, und dann halt wieder diese dummen Strafsekunden. Ich habe eine Taktik für Hartmann, wie man sieht. Aber irgendwie kriege ich sie immer nicht aufs erste Mal ausgeführt. Ich weiß auch nicht wieso. Bei Mega Man 3 kann man halt durch Needleman, Shadowman auch einfach zur Not sagen, ja, macht halt einfach einige Durchläufe. Und der einen, dem man Glück hatte, den nimmt man. Natürlich. Ja, toll. Ja. Ein weiterer Gegner, bei dem einfach alles schief gehen kann, einfach nur weil man Pech hat. Ja, genauso. Genauso. Ein Robotmaster Kämpfe zu Mega Man 3 auf Zeit sind irrsinnig. Wenn du nicht wissen kannst, wie lange die Kämpfe dauern. Ja, das stimmt. Willkommen zurück. Danke. Ich habe mir gedacht, ich mache mal die Herausforderung mit den Mega Man 3 Robotmastern zuerst. Vor welcher? Mega Man 1 bis 6 Mashup. Ja, gut. Ja. Shadowman, Needleman, Magnetman. Was willst du da machen? Das ist eine pure Verarsche. Ich meine, gut, bei Magnetman gibt es noch eine Taktik, die du machen kannst. Die Speedrunner-Taktik. Ja, Schaden fressen. Das weiß ich. Weiß ich schon, aber. Das ist halt auch eine Taktik, die du abhängig vom Zufall einsetzen musst.
Das ist halt eine Frechheit. Oh. Wir geben 3 und die Reaktion auf Tasteneingaben. Was? Okay, okay. Ich sag nichts. Alles gut. Hast du Gold gekriegt? Ja. Glückwunsch. Ist zwar eigentlich absolut furchtbar gelaufen, aber ich beschwere mich einfach nicht. Nimm's einfach hin. Ich glaube, die haben einfach bei den Mega Man 3 Bossen zumindest halbwegs noch ein bisschen Verständnis dafür, dass sie scheiße laufen können. Weiß ich nicht, ob sie das hatten. Ich weiß nicht, da muss man halt sehr viele Durchläufe nehmen und dann... Wie viel fehlt dir jetzt noch? Nur noch eine, oder? Mega Man 1 bis 6 Mashup ist die letzte, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Naja, das ist ja fast geschafft. Naja, das ist immer eine Herausforderung, bei der meine letzte Zeit über 7 Minuten betrug. Also, ne? Wenn sie da, es sei denn, wenn ich mich da bei dem Versuch nicht unfassbar schlecht angestellt habe, dann könnte das jetzt schon noch ein Weilchen dauern. Aber hey, wir schließen die ganze Geschichte ab mit einem Mashup von Mega Man 1 bis 6. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön nostalgisch? Es ist richtig, richtig nicht schön. Da hast du recht. So. Erstmal Quickman mit meiner Taktik. Ach. Einmal Quickman TikTok. Ja, quasi. Oh nein, ich hab Schaden gefressen. Oh Gott. Ja, okay. Dann eben die Passage. Ist okay. Tollen Vögelchen. Schön aus dem Bild raus. Ach ja. Ja, aber ich glaube, dann ist das hier so ziemlich die längste Herausforderung von allen. Ach, durchaus möglich. Natürlich wirfst du nach dem Aufstehen gleich. Schon klar, Skelet Joe. Ja, die tolle Mega Man 4 Passage über die Dächer hinüber. Oh, schaffst du es hier durchzugehen? Oh nein, du nimmst ja den Rush-Shit her. Oh nein, meine Albtraum-Passage. Ja, ist halt schon ein bisschen lame, ne? Einfach Rush-Shit zu nehmen. Ja, ja, wie kann ich's nur... Wie kann ich's nur Volkswagen, nicht böser Porsche? Hüp. Gegner? War der jetzt selbst aufgedacht? Schon hast du die irgendwo. Der Spruch gerade eben? Mhm. Der war selbst ausgedacht. Nett. Danke. Weißt du, es war ja vorher schon eine ach so tolle Idee, Gutsman mit einzubauen. Natürlich muss er jetzt nochmal sein. Natürlich. In einer Herausforderung, die so lange dauert. Aber... Du weißt doch, Mashups ist ein Decreated-Set von den ganzen Spielen. Eindeutig. Aber ich habe zumindest eine Sache hier, die die Entwickler definitiv nicht kannten. Und die wäre? Simons Taktik. Crystal Man. Rutschen! Das spart so viel Zeit, das ist unfassbar. Ach, hey, Pharaoh Man. Jo, der bekam dann auch mal wieder einen Schuss ins Knie. Während er einen Piratensäbel in der Hand hielt. Also der war eigentlich früher mal ein Pirat. Ja.
Pharao Pirate. Ich denke halt, es ist wirklich mit Brightmans Waffe die schnellste Möglichkeit, ihn zu besiegen. Ja, so ziemlich. Ich weiß nicht, ob es eine Waffe gibt, die 2 Schaden macht, aber... Gut, ich bin fast tot. Wow, die Dinger machen 9 Schaden, ernsthaft? Ich wollte mich gerade umbringen lassen. wenn es darum geht, sind die Gegner wieder zu unfähig. Höp, 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 höp. Flöp, Röms. Wer runterfällt, wäre schnell gegangen. Oh Gott. Oh Gott, nein. Okay. Nein, nix ist okay. Ah. Willst du dich nicht sterben lassen? Bevor ich das dann gemacht habe, okay. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ja, und keine Energie mehr. Ganze Herausforderung nochmal. Ach komm. Natürlich funktioniert das jetzt plötzlich nicht mehr. Ach komm schon. Weißt du, wenn sie wenigstens mal Gutsman an den Anfang packen würden? Dann könntest du ja RNG beeinflussen. Das war eigenartig. Was? Naja, ich stand halt quasi in Quickman drin und hab dadurch die ganze Zeit Clash Bomb direkt versenkt. Das war irgendwie komisch. Oh, danke für das Leben. Nicht so sehr viel. Danke für die Lebenspunkte, die mir jetzt kurz... Oh, schade, ich dachte, ich hätte eine Taktik gefunden. Aha, das funktioniert theoretisch auch. Merken wir uns mal. Wird zwar ein bisschen glitschig. Aber, naja. Ich glaube, wir haben andere Probleme. Da haben wir die tolle Megami 4 Passage. Aber nee, ich glaube, bei der Herausforderung, ich habe mich, glaube ich, bei meinen Versuchen gar nicht so schlecht angestellt. Es war schon wieder eine der schwierigeren. Gut. Der Anfang von Bubblemans Level ist halt nochmal so eine Geschichte für sich. Gutsman. Der natürlich wieder vor der Bombe wegläuft. Ah! Ein kleines bisschen Regelmäßigkeit. Na, das... Wow. Er ist halt mit seinem Sprung genau der Bombe ausgewichen. Natürlich.
Klassische Mega Man 5 Probleme. Freust du dich schon auf die Aussagen von dem einen gewissen Typen, den wir anschauen, wenn er sich darüber aufregt, wie sein Buster jedes Mal verschwindet bei mir und hin, nach dem Treffer? Kann mich gerade nicht konzentrieren, muss ballern! Moment, ich verreck mal kurz legitim gegen Topman. Die schnelle Taktik gegen ihn, da muss man ja einen Treffer einstecken können. Mindestens. Wo meintest du eigentlich bei Mega Man 1, dass Runterfallen schneller gewesen wäre? Na, nach Topman hast du dich doch versucht, von diesem Gegner hier nach oben kommen, sterben lassen zu. Achso, ja, stimmt. Hatte ich nicht bedacht. Tastendruck anzunehmen ist auch schwierig. Ach komm, meine Fresse. Ja, und dann zum Schluss kommen sie noch plötzlich mit sowas daher. So Sachen, die quasi nichts anzeigen. Nein, nicht die Stelle. Nicht diese Stelle. Ah! Ich mach sie jedes Mal wieder falsch. Diese Stille versaut alles. Nur weil die dämlichen Super Arrows, nachdem sie abgeprallt sind, immer noch eine Trefferkiste haben. Das gibt's doch nicht. Doch schon wieder vergessen. Ah. Läuft so schlecht schon wieder. Ja, ich bin an der einen Stelle in Napalmans Level krepiert, wo man mit Super Arrow über den einen Gegner drüber fliegen kann, weil Super Arrow, wenn er abgeblockt wird, immer noch eine Trefferkiste hat und mich von dem anderen Super Arrow runterschmeißt. Ja, Napalman, ich schätze mal, das wird jetzt der Abschluss sein. Oh, danke, dass er plötzlich nicht mehr treffbar war. Nein, er ist nicht mal der Abschluss. Ich bin noch langsamer als zuvor. Ja, das war der Abschluss. Ja, super. Noch schlechter als vorher. Wieso darf man eigentlich seine eigenen vorherigen Zeiten nicht einsehen? Keine Ahnung. Ja, nochmal. Was war deine beste Zeit? Sieben Minuten zwölf momentan. 6:50 musst du kriegen. Super.
Hätte ich ja mal nachschauen können. So, einmal Menü öffnen gespart. Ob es das gebracht hat, keine Ahnung. Vor allem diese ganzen Herausforderungen, die einen in die Mitte des Bildschirms setzen. Toll, da weiß ich auch immer, was als nächstes kommt. Bei solchen Sachen wie den Quakeman-Lasern hat man es wenigstens noch an der Position halbwegs ausmachen können. Aber in den späteren Teilen wird man halt ständig direkt in die Mitte gesetzt. Da hilft eigentlich nur die komplette Challenge aus, wenn ich dann. Mhm. Wenn ich das könnte. Ich kann es mir einfach nicht merken, was hier dran kommt. Das ist so viel. Ich kann hier einen Spickzettel machen. Und wann soll ich auf den schauen? Natürlich bist du jetzt wieder pixelgenau der Explosion entgangen. Mein Gott. Gar nicht. Vor allem, wenn ich mir halt denke, ich nutze ja Simons Trick. Ich nutze ja die Sache mit dem Super Arrow bei Crystal Man. Und bin halt trotzdem noch zu langsam. Ich meine, gut, gerade bin ich einige Mal wieder so dämlich bei der Napalm-Passage krepiert. Gebe ich ja zu. Aber ich verstehe halt auch nicht, wieso müssen Super Arrows, wenn sie abgeblockt werden, unbedingt noch eine Trefferkiste haben? Sämtliche andere Projektile können, wenn sie abgeblockt werden, nichts mehr treffen. Aber der trägt mich einfach noch von einem anderen Super Arrow runter. Na okay, muss doch keinen Schaden fressen. Gut, Fehlinformation. Okay. Gerade noch rechtzeitig. Keine Ahnung, wie ich das jetzt hingekriegt habe, aber ich hab's. Wieso muss das Spiel an der Stelle so zusammenbrechen? Vor allem, weil ich halt irgendwie das Gefühl, manchmal alles bricht zusammen, nur der Zähler nicht.
Und der Zähler ist ja auch nicht aus dem ursprünglichen im Reifer draußen. Wie schön erwähnt, das sind einfach nur ROMs von Emulatoren, die sie kopiert haben. So. Das hier. Komm. Also, wenn das nicht gerade. 6,50 hast du gesagt, oder? Ja. 6,12! Na dann. Wollen wir sie einem zwischendurch noch den Eddie hinschmeißen, weißt? So kurz vorm Ende. Kommt ja, nochmal ein Eddie. So richtig verarschen, damit du nochmal Lebensenergie kriegst, die dich verlangsamt. Ja, und dann hast du einfach nur die eine Passage in Mega Man 3 Wild Schloss. Das ist so ein Blödsinn. Ah, seht ihr das, Leute? Ich sehe einen goldenen Weg hinter dem Licht. Ich mag den Beisatz. Gut, damit ist das Ziel erreicht. Mega Man Legacy Collection 1 ist zu 100%. Bei allen Robotmastern ohne Gegenstände warst du weitaus besser als ich. 6 Minuten warst du schneller. Okay. Aber gut, da war ich auch einfach nur froh, dass ich es hinter mir hatte. Ja, ich sag mal so, da ist es ja ziemlich großzügig, die Zeit. Jupp. Und man muss dazu sagen, du hattest den besten Shadowman-Kampf deiner Zockerkarriere. Oh. Du warst aber echt knapp dran, ne? Bei, ich schätze mal, 40... 39 Minuten. Tja, dafür bin ich bei dem anderen 43 Millisekunden drüber gewesen, von daher... Was soll's. Nein, damit haben wir dieses formalitäte Stück Programm hinter uns. Dann kannst du dir ja jetzt die zweite Legacy Collection anfangen. Ja, die kommt, sobald die erste Legacy Collection fertig hochgeladen wurde. Ist immer noch nicht fertig hochgeladen? Nö, da kommen jetzt die Folgen nach und nach bis zum Finale. So. Gut. Das heißt, was mache ich jetzt? Naja, du könntest verschiedene Dinge machen. Ich könnte Dinge tun. Ja, ich könnte auf Pokémon wechseln. Theoretisch. Gut, dann, ja, danke an alle Leute, die zugeschaut haben bei der Mega Man Legacy Collection mit den letzten Herausforderungen, wo ich in Klammer hoffentlich noch dahinter geschrieben habe. Aber ich glaube, man hat ganz gut gesehen, warum das so problematisch ist. Nun gut, dann wechseln wir zu Pokémon. Das heißt, ich kann das hier ausmachen. Trainieren wir noch das nächste Pokémon hoch. Das ist dann wieder beim Trainieren krepiert. Viel Spaß. Oh, du, den werde ich haben, also. Ich wüsste nicht, was da für ein Problem auf mich zukommen könnte. Abgesehen von einem nervlichen kompletten Kollaps oder so. Ja, das ist ja ganz normal. Und ich hatte noch meine alte Live-Benachrichtigung drin. Schade. Hätte ich abändern müssen. Jeder wäre. Dexi, Spiel wieder. Punkt, Punkt, Punkt. Irgendwas mit Monstern und Blättern. Punkt, Punkt, Punkt. Pokémon Blattgrün. Richtig. Und vorher war es, glaube ich, irgendwas von irgendwas von Männern und Erbauern oder sowas. Was denn? Ich habe gerade keine Ahnung, was du damit meinen könntest. Ach nein.
Dann habe ich es wohl schlecht geschrieben. Hast du denn gestreamt in letzter Zeit? Außer Feuerrot. Alter, Quatsch, Spritzen. Naja, Mega Man Maker. Oh, Ach, du hast das gerade ernsthaft nicht verstanden? Nee, ich hab das ernsthaft nicht verstanden. Oh, ich dachte, du verarscht mich. Nein. Was es alles an Pokémon-Spielen gibt, wow. Magst du mir vielleicht Blattgrün anzeigen? Firebird Leafgrün. Ja, ich schau gerade auf YouTube. Aber irgendwie. Ja, guck mal unter Firebird Leafgrün. Da zeigt er mir nichts an. Nein. Nö. Gut, dann muss ich es halt selber eingeben. Dann nehme ich ja keinen deiner Vorschläge, YouTube. Ach, der Titel bei einer Übertragung ist ein Pflichtfeld. Oh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Bei Red Leaf Green. Ja. Yeah. So. Gut. 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 Das einzige Problem ist, auf YouTube bleibt es dann als Übertragung jetzt zusammengefasst. Ja, wobei. Dann werde ich mal kurz die Übertragung beenden, wieder anfangen, damit es hier auf YouTube nicht komisch ist. Okay. Bis gleich. Bis gleich.